Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Dishonored 2. Es geht weiter. Wir sind auf der Suche nach dem Sicherheitsraum. Ich bin schon mal ein bisschen vorgelaufen. Also ich bin jetzt im Endeffekt wieder hier durch die Halle. Blub und schnell hier hoch. Ich hab... Na gut, meine Waffe könnte ich es gleich kaputt machen. Aber dann hören die das, oder? Ja. Kommt irgendeiner von den Tussen, oder? Da latscht jemand. Ich glaube, ich darf das Regal draufsetzen, wenn ich Glück habe. Aber hier sind auf jeden Fall auch Poporoba irgendwo in der Nähe. Was? Na komm mal her dann. Was? Tschüss. Selber schuld. Hässliche Henne. Ew. Whoa. Ach, das sind die beiden Mistbritschen, die sich vorher um die über die alte Omi da lustig gemacht haben. Natürlich habe ich sie in der Morgendämmerung gesammelt. Wann sonst? Als ob sie als Einzige wüsste, wie man schwarze Alraune sammelt. Wie bitte? Leck mich. Stirb für mich. Wenn ich für dich schreien soll, musst du für mich sterben. Weißt du? Das passiert, wenn man eine Bitch ist. So. Viel Spaß beim Brennen. Euch über das Hausmädchen lustig gemacht. Das war vielleicht mein Lieblingshausmädchen. Vielleicht hast du auch nicht gekannt.
Ich befürchte, dass der Popodover da auch wieder rumrennt. Ich war ja schon mal hier. Jetzt Zentralmotor überprüfen. Ja, natürlich ist er hier. Die Maschine hat einen weiteren Befehlssatz absolviert. Mhm. Kann die Maschine mal bitte weggehen? Tausend Rotationen. Hm. Wiedereinleitung des Graphits. Ich hasse diese Roboter. Ich speichere jetzt erstmal und dann probiere ich einfach mich da rein zu zappen. Das ist mir jetzt Wayne. Das ist mir nämlich gerade ein bisschen zu blöd. Wenn Strom da ist, kann ich mit dem Aufzug zum Thronsaal fahren. Und ein summendes Summen. Das Grummeln der Maschinen, die Öl von den Riesen der Tiefe verdauen. Sehen wir nach, wer mit den toten Metalldingern rumspielt. Die eine latscht da hinten rum und die andere latscht hier rum. Ich weiß, ob diese hässliche Kuh gleich kommt. Was? Wieso klappt das nicht? Sie doch weggezählt, du hässliches Kuh. Was ist denn deine Freundin? Mach die schon tot.
blöde Kuh. Mich meckert sie an und selber hat sie sich weggetehlt. Die spinnt doch. Schau mir mal, wer mit den Maschinen spielt. Hm? Ich bräuchte ein paar Pfeile oder so. Na, ja, schön. Granate ist auch nicht schlecht. Jetzt da mal rüber. Geh halt bitte auf die. War da schon immer Wasser? Oder hat es zumindest so ausgesehen? Oder ist das einfach nur. Oh, ich muss speichern. Das sieht komisch aus hier irgendwie. Ich traue denen keinen Meter. Ich traue denen einfach keinen Meter. Und das Blöde ist, dass ich im letzten Part früher aufhören musste, weil da, aber ich musste an die Tür. Da hilft das nicht. Da kann ich dann nicht weitermachen. Den Moment. Okay. Nicht was Wichtiges erwartet. Ja, das ist wunderschön. Dieser Aufzug lädt mich jetzt schon ein dazu, bei ihm vorbeizufahren. So, mal schnell Missionshinweise. Wir haben die Kapelle durchsucht, passt. Ja, oh, das haben wir auch gemacht. Natürlich gar nicht so also dumm, die dumme Henne, dass du da nicht den, also dass du den Strom gleich mal so ausstellen musst. Gar nicht mal so dämlich. Oh, fuck. Rattenhund, 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 Rattenhund. Hier wird kein Rattenhund mehr gemacht. Throne Room. Ich will gar nicht, ich will gar nicht. Aber die Luke ist auch noch zu. Ich freue mich so sehr auf dieses wunderschöne Treffen mit der hässlichen Kuh. Deswegen singe ich das. Ich freue mich auf der Layla-Lied. Nicht. Kugel. Kann ich nicht benutzen. Ich habe zwei Pfeile. Ach, ich habe keine.
möchte zum Dach des Towers gehen? Antwort nein. Spiel zu Ende. Game over. Wohl nicht. Was hockt die da oben am Tower rum? Ist sie dumm? Ich werde in den Thron einfach diesen Totenkopf reinstecken, diesen manipuliert, und dann sprengst du sich hoffentlich selber in die Luft, die dumme Henne. Plan of Doom. Lagerfeuer auf dem Friedhof gemacht? Wie seid ihr drauf? Kommen wir eh nicht rein, oder? Herz löst sich auf. Oh nein. Ah. Wenn ich die Anzahl der Fehler. Da, bitteschön. Hat sich ein Gemälde gemalt. Okay. Eine Rune. Platziere fehlerhafte Rune auf dem Thron. Habe ich gemacht. Und jetzt euch der Psychobrin. Ich speichere aber jetzt erstmal schnell noch. Tut mir leid. Aber bei meinem Glück passiert dann irgendwas und das Spiel kackt mir ab oder so. Dann würde ich nämlich losschreien. Vater. Paps. Ich werde dich retten, Paps. Oh Gott. Knutschen! Oder auch nicht. Ich hoffe nicht, dass es Knutschen ist. Das ist also die Welt, von der sie träumt. Delilah, folge Delilah ins Gemälde, töte Delilah, kack, Pusspun. Lass Delilah bewusst werden, bewusstlos. Wie soll ich sie denn bewusstlos werden lassen?
ist die echte. Jesus. Boah, ich muss versuchen, irgendwie hinter die zu kommen. Ich weiß noch nicht wie. Die hat bestimmt ihre Klone da eh schon stehen, oder? Das ist also die Welt, von der sie träumt. Ja, schön für sie. Wenn wir ihre Klone vorher schon K.O. schlagen, würde das gehen? Da ist einer. Optional zerstört ihre Dinger. Ja, super, danke. Vollidiot. Seine Kaiserin nicht lieben. Da drüben hat es auch einen. Da unten steht auch einer. Da. Ist auch noch einer auf dem. Na, warte. Ich krall mir jetzt einen nach dem anderen von deinen blöden Delilah. Delilahs. Für den Fall, dass irgendeiner von denen nicht du dein Klon ist, sondern du wirklich bist. Ein neuer Ansatz. Das funktioniert ja anscheinend schon mal. Ich bin nämlich jetzt, nachdem ich jetzt da, wie ihr gesehen habt, verreckt bin, habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich gucke mir das mal an. Und ich habe ja gesehen, als ich mich auf die Wand hochgezogen habe, haben mich diese Klone angemöppt. Von daher. Durchquert ihre Lippen. Eine steht da in der Menschenmenge. Wo steht die andere? Da ist auch noch eine Leiter dabei, oder? Ja. Ist, ob ich die nette Delilah da drüben sieht, wenn ich die Delilah hier umnocke. Ah, 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 ah.
als jeder andere zuvor. Bitte, Leila, was habt ihr denn hier überhaupt? Delilah sein. Oh, erstmal speichern. Jesus. Gut, dass mir aufgefallen ist, dass sie die nicht gespawnt hat, sondern dass die plötzlich so Pfeile über dem Kopf hatten. Und ich dachte so, hä? Und erst habe ich mir gedacht, das ist ein Anzeigefehler oder whatever, aber war es dann doch nicht. Sonst glaube ich, hätte ich jetzt hier noch ein paar Stunden rumgerätselt, wie ich die blöde Henne da umlocke. So, ich bin jetzt mal hier hochgehopst, hab da noch die eine umgenockt und die da ist definitiv Anu-Klon. So viel habe ich jetzt schon mal herausgefunden bei dem ganzen Hickhack. Das Problem ist, ich muss irgendwie die Drecksbäume dann, die dann danach spawnen, auch kaputt machen. Und ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Du wieder. Ich finde dich. Ich will gar nicht, dass du mich nicht findest. Aber lauf doch bitte. Sollte das Bild sie in ihrer Fantasiewelt fangen. Ach, jetzt auf einmal geht's. Verarschst du mich? Jetzt will ich in Ruhe, du Gaylord-Pflanze. Nein! Ich muss Delilah ausschalten, auf welche Art auch immer. Verarschen kann ich mich auch allein, dass du die fallen lässt. Ernsthaft. Wir wollten über eine eigene Welt herrschen, Delilah. Bitte schön. So. Leck mich. Halleluja. Das war eine schwere Geburt. Mal 12. Ist jetzt glücklich? Zählt jetzt immer noch nicht. Ich flipp gleich aus. Was ist denn jetzt kaputt? Endlich. Was ich verdient habe. Meine Gerechtigkeit. Jetzt wird deine das, Gerechtigkeit, was immer entstellt war, endlich perfekt sein. Ich habe so lange gewartet. Singt meine Lieder und leckt mein Fleisch. Betet mich an. Dein Fleisch lecken? Ja, wem Spaß macht. Sie neutralisiert. Ah. Leute. Habe ich nicht. Finde eine andere Möglichkeit. Platziere
platziere auf dem Thron. Ja, Entschuldigung, ich habe das ja wohl alles gemacht und jetzt auf einmal finde ich eine andere Möglichkeit, Delilah zu eliminieren. Hier, wo eliminiert ist, besteht eine Chance, bla. Verstehe mich eigentlich? Die verarschen mich, oder? Ich hätte wahrscheinlich eine von den anderen Runen noch wegmachen müssen oder so. Oder keine Ahnung, ich konnte nichts anderes auswählen an dem blöden Thron. Ups! Emery, was die Mission war übrigens beschissen, mal 12. Ich erkläre alles. Aua! Mit meinem Knie angehauen. Jesus. Die Kaiserin Trophäe. Yay! Das größte Geschenk. Oh, Jesus. 16 Typen getötet. Hm, naja. 4 von 5 Runen. Outsider-Schrein. Yay. Ist für immer in ihrem Gemälde eingeschlossen. Über ihre Fantasiewelt. Na dann. Ja, das ist doch wohl ein anderer Ansatz, sie zu eliminieren. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Also, okay. Egal. Ich hab's geschafft. Ich bin glücklich. Ich habe jetzt ungefähr, keine Ahnung, rumgemöppt, aber hey, kein Thema. Ole, ole, Special Effekt. Hauptsache, wir haben sie besiegt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir ein gutes Ende haben oder nicht. Oder ob ich jetzt von Ratten in der Sonat gefressen werde. Oder von Mückenmüll. Trophäe erhalten, ein reines Gewissen. Yay! Irgendwann spiele ich das nochmal als Schnetzel. Das sage ich euch, dann schnetzle ich einfach alles nieder, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Nach dem Sieg über einen übernatürlichen Feind fanden die Kaiserin und ihr Schutzherr einen Verbündeten im Jedermannsorden. Die Aufseher und die Schwestern des Ordens des Orakels brachten Frieden, Reinheit und Tradition nach Serkonos. Mhm. In Dunwall ging Delilah unwissentlich in eine Fantasiewelt über, in der die Versprechen ihres Vaters erfüllt wurden und ihre Untertanen sie liebten. Sie segelte mit einer Flotte über das Meer und durchquerte das pandesianische Ödland. In der echten Hauptstadt herrschte Emily die Gerechte, Emily die Kluge, Jahrzehnte über ein blühendes Reich mit Corvo Artano an ihrer Seite. Zu seiner Zeit befeuerte Anton Sokolov die Maschinenindustrie und führte das Reich in eine bessere Ära. Er umgab sich mit adligen, eigenwilligen Künstlern und Erfindern, um das Leben zu genießen. Er verließ Dunwall ein letztes Mal und ging in den Norden, endlich zufrieden. Eine letzte Reise nach Hause. Manche Dinge ändern sich nie, so sehr man es auch versucht. Unbeantwortete Fragen. Als Megan Foster von der Welt verschwand, trat Billy Lurk aus ihrem Schatten, gewillt ihr wahres Selbst zu entdecken und das zu suchen, was für sie Familie gewesen war. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Aber ich glaube, für das allererste Mal des Donuts spielen ist das gar nicht mal so schlecht, das Ende. Ah. Ja, damit geht ein abenteuerliches Let's Play zu Ende. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Mitfiebern, vielen Dank fürs Mückenmüll durchstehen und alle anderen Ungeziefer, die uns auf dem Weg über den Weg gelaufen sind. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play-Projekt wieder. Dieses hier ist jetzt offiziell abgeschlossen. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitspielen. Wie gesagt, über einen Daumen nach oben und einen netten Kommi würde ich mich wieder sehr freuen. Und bis zum nächsten Let's Play. Ciao, ciao.